Und dann einfach das Gameplay so halt, ne? Einfach über den Bildschirm. Da kann man den so? Ja, genau so. Ja. Und dann halt so, dass der Chat. Ja. Geht das? Ja. Ja. Spitze. Go! Cool. Hab Wander. Danke. Cool. Dann. Ach stimmt, der hat ja noch Schuriken. So. Ja, okay, das Game's ist, over. Das ist okay. Also Battlefield natürlich für Linux so kleine Comfort Stage. Aber ich denke auch kann man ja jetzt. Ja, auf jeden Fall. Kann Combos gut extenden, kann. Ja, kann das machen. Wir sehen schon hier direkt am Anfang 50%. Jetzt lassen wir noch einmal irgendwie Grab kriegen, wegfahren, das für tot so ist halt kritisch. Ja, wobei Felder glaube ich recht kreativ ist und Offset. Ich glaube, der ist jetzt nicht so easy zu genicken. Obwohl dann genickt. Ja, der benutzt halt Counter recht gerne. Das heißt, lass dich einmal vielleicht den Counter hitten und danach sollte er es drin haben. Wenn er ja, genau, ich glaube, so macht. Also, wie gesagt, einmal kann er gehittet werden vom Counter und dann ist es fein. Das ist schon ein bisschen gefährlicher mit KO-Punch natürlich. Und Ninja. Okay, der wird direkt weggepackt. Ja, wir haben gerade eine Situation gesehen, die sich wahrscheinlich sehr oft repeaten wird. So. Er wird einfach vom Mid getroffen, muss er das schon, weil ich ihn geframed habe, wird dann nochmal geframed und wird dann weiter gepunished und offset gehalten. Also irgendwie muss Fedder da auf jeden Fall einen Weg rumfinden. Bisschen. Wahrscheinlich sogar aggressiver werden offset. Ja. Aber obwohl River die meiste Zeit gewonnen hat, hat er jetzt den ersten Mal verloren. Ja, das ist ein bisschen greedy auf der obersten Plattform, ne? Ein bisschen mehr reingesprungen und Api sollte man nicht unterschätzen, definitiv. Okay. Ah. Zwei. Okay. Oh mein Gott. Grinchas Rolle so bad. Eigentlich totgeliebt, ey. Holy shit. Ich glaube, also jetzt auf einmal Licht on fire. Hm. Ja, kritisch ist es. Ja, okay, jetzt kommt der Backflow. Oh, im KO Punch kann aber ziemlich gut Recovery Mix upen. Ich glaube, er hat ihn. Er benutzt halt einfach wirklich die Pressure von dem KO-Punch. Du siehst einfach diese panische Air-Dodgen so, der will halt nicht vom KO-Punch getiltet werden und dann charge halt einfach seine Smash-Attacks. Okay, River ist auf jeden Fall tiltet. Also ein bisschen tiltet nach dem ersten Stock. Aber wäre ich auch. Ja. Das Ding ist, er hat halt nicht respektiert, dass Little Mac eine Abi hat. Plus hat nicht Position respected auf der obersten Plattform so und dann. Die Ninja ist jetzt nicht die schwerste Charge, stimmt dann natürlich jetzt schon. Aber. Es ist immer noch sehr gut zurückzuholen für die Ninja, da er wie gesagt halt das Offstage-Game. Das wäre awesome. Ah, Lin Mac weiter am Pushen, hält ihn an der Edge. Ja, aber um es zurückzubringen, muss der River Mac auch respektieren. So, das tut halt einfach nicht. Ja. Man muss halt ein bisschen mehr um die F-Smash und alles rumspielen. Er muss halt einfach das, was danach kommt, quasi punishen, weil Mac hat dann doch fairly viel Lag auf den Smash-Attacks. Ich würde aber spontan sagen, dass er mehr Ground spielen muss und mehr Dash-Tacken. Hm. Das hat halt. Für irgendwelche Landinger zu gehen. Oder das. Ja, stimmt, Schurik, genau, wenn man da war ja was. Okay, erstes Game an Fedor. Ja, haben die mitgenommen. Auf jeden Fall zweites Stock über Clean gespielt an sich, so, ne? Schon mit dem Tech Chase. Ein bisschen unfortunate, dass Ninjas Rolle anscheinend super bad ist, aber. Was soll man machen? Ja, aber ich sehe das auf jeden Fall nicht so. War auf jeden Fall kein Storm, sagen wir es so. River hat auf jeden Fall am Anfang gezeigt, dass er weiß, wie es geht. Er muss sich nur umfangen. Ja, er muss halt einfach ein bisschen mehr zu seinem Gameplan sticken und ja, einfach solider runterspielen und nicht so abbringen lassen. Also, ich weiß gar nicht, welche Stage schon gerade fragen. Ich hab's auch nicht gesehen. Jetzt sehen wir es halt gleich, ist okay. Das ist pinke Gewand. Ja, kann ich sehen, aber er stimmt natürlich. Er kann halt oben hin nicht so. Ne? Abi ist halt keine Gefahr mehr, aber die Smash Attacks sind halt jetzt noch härter. Das halt, wenn er gecheckt hat, dass er halt um die Smash Attacks besser rumspielen musste, dann ist das fein, der Pick. Aber ja, wenn er weiterhin Mac nicht so wirklich respektiert, dann wird das Game noch schneller vorbeigehen als es jetzt. Ja, ich sehe ihn aber trotzdem so einfach, weil der Steckdecker ist auf jeden Fall ja. Auf Town nochmal auch gefährlicher. Also, plus er kann sogar mehr mit Dragdown spielen, damit S-Mesh die killen, wenn er will. Auf jeden Fall diesmal mit der Rolle definitiv besseren Approach gewählt, als auf Spot-Dodges zu gehen. Wenn man hier Open spielt, dann sollte er schon wieder wegrollen. Ja, okay, er hat auf jeden Fall gecheckt, er wartet. Ja, und Space jetzt in dem Weg hier schön mit seinem S-Mesh raus. Okay. Die Rollen sind broken. Die Ninja-Rolle ist. Oh, what? Ja, ne? Was ist ein Backer-Hit, ey? Der ist weg, ich kenn's nicht. Mein Gott.
Okay. Wer ist er denn? Ist das der vielleicht beste Spieler Brandenburgs? Ja, natürlich. Hatten? Ja, hat er ganz schön zerstört. Das ist natürlich dann das Town-Problem. Oh. Ja. Okay. Kann die Pferde irgendwann treffen? Fang hat durchgearmert. Ihr habt durchgearmert. Ich glaube, das ist Frame-1-Armor. Ich hab den Schuriken wieder vergessen. Oh oh. Mein Gott. Ich glaube, die Ninja ist einfach komisch von Hurtbox. Ja. Wir sehen schon das Movement einfach sehr viel cleaner um die Fred-Bubble von Lindemack. Ja, und das zahlt sich halt direkt aus. Also, na ja, der 15. Er kommt langsam rein. So. Erstmal hier durch. Okay. Oh, okay, das geht also doch. Oh, what? Ey, okay. Aber immer noch alles drin, alles free. Jetzt muss er natürlich aufpassen, dass er nicht overcommitted mit Grabs und so. Der muss halt einfach. Ja. Ja, ey. Okay, da ist er. Okay. Er hat so viel Angst. Er wird bestimmt einen Panik-Option machen. Er hat gesehen, er hat auf der Bronze gespielt, der ist so gut. Da ging die Panik mit. Ist ja. Schade, aber natürlich gut gelöst vom Failord, ne? Man kennt ihn. Der beste Spieler Brandenburgs. Auf jeden Fall.